Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder ihre Kommentatoren. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Paris Saint-Germain gegen Galatasaray Istanbul. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Beide wollen ja heute unbedingt einen Fehlstart vermeiden an Spieltag 1 in der UEFA Champions League. Es gilt wie immer, möglichst gut reinzukommen in diesen Wettbewerb. PSG mit dem Anstoß. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. So will es Galatasaray also angehen. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Nagatomo. Oh ja, super den Einwurf erarbeitet. Jetzt Meunier. Heute wird natürlich einiges von Neymar abhängen, dem brasilianischen Superstar. Er soll vorne mal wieder für Überraschungen sorgen und klar auch die Tore machen. Und mit seiner Qualität hat er es drauf. Andone. Sie verlieren den Ball. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Keylor Navas, muss aufpassen, gefährlich. So, was machen Sie draus? Da ist Verratti zur Stelle. Ja, da gehen Sie sofort drauf, holen sich den Ball. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Steven Sonzi, Younes Belhanda. Super Aktion, das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Abseits, er ist zu früh gestartet. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Younes Belhanda. Und Figuli. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Könnte die Führung werden. Das war eine tolle Chance aus dieser Distanz. Aber Keylor Navas ist zur Stelle. Die Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Steven Sonzi. Guter Schuss und das wäre fast ein Tor geworden. PSG verliert den Ball. Kann er was draus machen? Ganz energisch. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Nun Thiago Silva. Gueye. Neymar am Ball. Icardi. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Idrissa Gueye. Am Ball Mauro Icardi. Den Ball hat er. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Florin Andone. Das macht er gut. Das ist die Chance jetzt.
So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor. Dann hat er natürlich leichtes Spiel. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Fängt diesen Ball ab. Ferrati. Ferrati! Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Heute holen sie bislang einfach zu wenig Chancen raus. Und wenn man vor dem Tor so ungefährlich ist, dann kommt eben ein Rückstand dabei raus. Sie müssen zulegen. Younes Belanda. Das frühe Stören jetzt. Sie verlieren den Ball. Vorteil für Paris Saint-Germain. In den freien Raum. Bernat. Mauro Icardi. Vielleicht der Ausgleich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ganz souverän hier vom Torhüter. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Gelbe Karte gegen Paris Saint-Germain. Und jetzt muss er aufpassen. Das Ding war schon grenzwertig. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Ballverlust Ferrati. Sofiane Feghouli. Gueye geht dazwischen. Es gibt den Vorteil für Paris. Und jetzt Ferrati. Wird das seine Torchance? Mbappé. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Da gibt es den Einwurf für PSG. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Einwurf Bernat. Ferrati. Keine Anspielstation. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Lemina. Nagatomo. Jetzt der Ballverlust. Und da gibt er Freistoß. Nun Neymar. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt Neymar am Ball. Icardi. Der Pass von Icardi. Angel Di Maria. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Jetzt wird es hier Eckball geben. Die Maria bringt den Ball rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Sie üben schon früh Druck aus. Einwurf. Mariano. Sie kriegen den Einwurf. Gute Aktion. Das wird nochmal Einwurf geben. Mbappé. Und da ist der Ball wieder weg. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ballverlust. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter.
Er gibt das Foul und Freistoß. Jetzt kommt ein neuer Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Und jetzt die Maria. Abgepfiffen, Freistoß für Paris Saint-Germain. Nun Angel Di Maria. Idrissa Gueye. Muslera ohne Probleme. Schwere Aufgabe hier, Buschi. Noch dieser knappe Rückstand, wie siehst du es? Ich glaube, PSG wird hier jetzt alles riskieren. Aber was bleibt ihnen noch anderes übrig? Viel Zeit ist nicht mehr. Jetzt Figuli. Falcao! Stark gehalten, der Kopfball ist nicht drin. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. PSG verliert den Ball. Falcao jetzt am Ball. Da haben sie Platz. Er ist frei, da kann was draus werden. Vorteil bei diesem kein Tor. Ja, da müssen sie mehr draus machen. War eine richtig. Ah, kein guter Abschlag. Was können sie jetzt draus machen? Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Also auf die Fans von PSG kann man sich verlassen, Buschi. Ja, an denen hat es nicht gelegen, wenn sie hier verlieren sollten. Die machen auch jetzt richtig Stimmung und wollen dem Team helfen. Da kommt Navas noch an den Ball. Was für eine Glanztat. Neymar geht runter. Schwache Leistung heute von ihm. Keine Tore, keine Chancen. Irgendwie ist das Spiel an ihm vorbeigelaufen. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Paris Saint-Germain wirft alle. Jetzt ist der Platz da. Den hat er gerochen. Der Torwart hat den Lupfer. Trotzdem keine schlechte Idee, das mal zu versuchen. Ende dieses Gruppenspiels. Es ist eine Niederlage geworden. Das hilft wenig hier in der UEFA Champions League. Und das wäre fast ein Tor geworden. Florin Andone. Das macht er gut. Das ist die Chance jetzt. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es waren sie gut. Was für eine Glanztat.